Dieses Studio wird präsentiert von H&M. Fashion and quality at the best price. Und DS Automobil. Spirit of Avantgarde. Claudia sucht in der Stadt nach neuen Gesichtern für Faces Studio. Oh ja! Oh, oh ja. Wer bist du? Nadine. So ein Fashion-Format, wo wir Menschen in ein Studio stellen, umstylen oder besser gesagt cool stylen. Ja. Wieso ist eigentlich ein Krafttraining mit der Frau im Moment so angesagt? Sie haben alle für den Sommer parat. Wahnsinn! Ja, darf ich mal hören? Ah, es ist so ein südamerikanischer Rhythmus. Schweizer Lieder. Okay, gut. Bist du mutig? Nein. Ja. Was haltest du von dieser Sendung? Es ist noch spannend zu schauen. Es wäre auch noch spannend zu mal machen, oder? Eigentlich, man legt es an. Und ja. Also ich mache das Angebot für ein Fotoshooting, Face Studio auf Pro7. Da machen wir ganz spezielle Looks und da hätten wir dich gerne mit dabei. Und Lust hast? Cool. Ja, mal. Ich bin mit dabei. Marina Gutzwiller ist Fashion Editor beim Faces Magazin. Thomas Buchwalder, der Zürcher Fotograf, ist beinahe so bekannt wie die VIPs, die er vor der Linse hat. Claudia Lesser, die erfahrene Fernsehfrau, mischt die Fernsehlandschaft bereits seit 15 Jahren auf. Björn von Rotz ist ein internationaler Haar- und Make-up-Artist und führt eine Make-up- und Haarartistenakademie. Heute haben wir ein wildes Thema. So, Urban Safari ist heute unser Thema. Ich kann mir noch relativ wenig darunter vorstellen, wie das heute aussieht, aber ich glaube, da kannst du mir nachher sicher noch helfen. Hintergrundmässig habe ich jetzt einfach mal etwas Beiges, beige Blachen vorbereitet. Ich hoffe, das passt irgendwie. Wie sehen unsere Looks aus heute? Unsere Looks heute sind eine gute Mischung zwischen Safari, was Wald der Schweiz, und das Großstadtleben. Wir arbeiten heute mit ganz vielen verschiedenen Materialien, Baumwolle, Leinen, Seide. Ich möchte am liebsten auch schauen, dass wir so wie hier schöne Drapierungen benutzen, den ganzen Look nicht so natürlich machen, sondern auch ein bisschen edler, also wirklich unser Model herrichten für das Großstadtleben. Melanie, was tust du dazu anmalen? Ich habe gedacht, wenn wir ja keine wilden Tiere haben im Studio, wäre es schön, wenn wir so ein bisschen die Wildnis reinnehmen, zum Beispiel bei den Haaren. Dass wir jedes Jahr, unser Model hat ja sehr lange gerade Haare, dass wir dort vielleicht etwas machen würden, Richtung Afro. Make-up-mässig habe ich gedacht, alles sehr ein bisschen clean, wenn dann eher so ein bisschen schwitzig vielleicht, ganz, ganz leicht. Und so ein bisschen mit einem Liner arbeiten, aber nicht mit einem klassischen, sondern einem, der so ein bisschen organisch ins Gesicht reingeht, aber so ein bisschen etwas Geometrisches drin hat für das Urbane. Ja, dann super, cool. Kandidatin Nadine darf sich auf das Shooting freuen. Du bist bereit für das große, für den grossen Moment, den grossen Tag? Nervös, aber ja. Aber ich bin bereit. Dann darfst du gleich mit mir mitkommen. Make-up-mässig, wie wir jetzt gerade besprochen haben, vorher im Team, eher etwas Natürliches machen. Das heisst, der wird eher so ein bisschen transparent vom Make-up-Look her, dass der Fokus wirklich so ein bisschen auf dem Outfit und den Haaren liegt. Außer mit dem Eyeliner, der sehr organisch in ihr Auge hineinläuft. Das geht sehr gut bei ihr, weil gerade die Lidfalten an der perfekten Position liegt, um das auszuführen. Bei Afrohaar ist es ja so, dass die nicht ganz klassische Löckchen haben, sondern mehr Wellen. Darum tue ich jetzt mit einem Haarklemmerli ihre Haare rundherum wickeln und dann mit dem Streckeisen aufwärmen, dass sie die Form so behalten. Was ich jetzt noch mache, ist die Haare untertupieren, dass wir wirklich schön das Volumen bekommen und eine gleichmäßige Form der Haare bekommen, damit das passt nachher dann zum Gesicht. Marina erklärt uns, was sie am heutigen Look besonders mag. Was ich sehr cool finde am Urban Safari Look, ist, dass man mit allen möglichen Materialien spielen kann. Man kann Wildleder nehmen, man kann Glattleder nehmen, man vermischt damit Seide, macht einen Stilbruch daraus. Leinenstoffe kommen mega gut, Baumwollstoffe natürlich immer. Da macht einfach den ganzen Look zu einem wilden Mustermaterialmix und sieht einfach super aus. Thomas erklärt das Setting. Ja, über wilde Tiere haben wir heute ja keine. Dafür einen wilden Hintergrund aufgebaut. Das ist eine blache lackierte, die so ein bisschen auf alt gemacht wurde. Ich habe das Gefühl, die passt super zum Konzept. Mit einem weichen Gegenlicht, wo so ein bisschen Sonne simulieren, die von hinten so ein kommt. Ja, etwa so. Sehr gut. Wow! Bist das du, Nadine? Ja.
Siehst du noch irgendetwas? Wir lachen. Aber ich übergebe jetzt gerne euch und lasse euch gerne weiterarbeiten. Das machen wir. Genau, also so wild wie deine Haare wird dein Style. Wir machen einen recht wilden Materialmix. Wir fangen an mit Wildleder Pumps an den Füßen. Die sind auch recht wild natürlich mit den Fransen. Wir legen dir nachher eine Cargo-Hose an, aus ein bisschen glänzendem Material, mit Goldelementen. Wir machen dann nachher einen Schichtenlook aus einem Baumwolltop und einer Seidenweste, die dann auch vorne ein bisschen drapiert ist und einen schönen Hals macht. Schmücken die dann auch ein bisschen mit Metall noch. Wir haben hier eine super Kette, ganz in Gold, auch ein bisschen stachelig, was den ganz wilden Look ein bisschen unterstreicht. Und dazu noch einen Gürtel in Schlangenlederoptik, der dann auch um deine Hüfte kommt und alles noch ein bisschen betont. Ich habe mir noch überlegt, dass wir eventuell noch ein bisschen transparente Stricktop benutzen. Mhm. Da kann man ganz viel variieren damit. Ich würde jetzt auch empfehlen, dass man da eventuell dann auch mit einer kurzen Hose. Perfekt, passt auch super in den Dschungel, oder? Auch mit dir in Garderobe, Nadine. Das habe ich noch nie gehabt, dass ich so viel Menschen um mich begeben und an mir herumzupfen und machen dann den. So, bist du bereit? Bereit. Also, dreh noch ein bisschen nach links. Ja, genau, perfekt. Machst du einfach so. Mehr musst du gar nicht machen. Tipptopp, du musst mit beiden Händen so einstützen. Genau, und du musst schön so, so strecken. Ja, perfekt. Gut, schön. She's on fire, she's so hot, I'm no liar, she burned up the spot, look like Mariah, took another shot, hold her, drop, 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 drop it like it's hot, dirty talk, dirty dance, she a freaky girl, and I'm a freaky man, she on the rebound, broke up with an ex, and I'm like Rodman, ready on deck, I told her wanna ride out, and she said yes. Change. Love is a blaze, I saw flames from the side of the stage. And the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know. But something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say. But I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper. Just from this one small act of kindness, I'm in deep. If anybody finds out, I'm meant to drive home. But I drunk all of it now, not sobering up. We just sit on the couch, one thing led to another. Now just kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel... Gut, super gewesen. Danke vielmals. Bravo. Ja, am Anfang war ich noch recht nervös, aber mit dem Fotograf, mit dem Thomas, war wirklich angenehm. Er hat mir dann auch Anweisungen gegeben und es ist immer besser geworden. Und ich hoffe, dass das Resultat auch gut ist. Ciao zusammen. Nicht nur unsere Kandidaten werden reich beschenkt, jetzt kannst auch du bei uns etwas gewinnen. Und zwar 3 Shopping-Weekends in Genf, inklusive Übernachtung und eine Probefahrt mit dem neuen DS3. Und on top gibt es noch 200 Franken von H&M. Mach jetzt mit. Nadine, jetzt ist es dann gerade so weit. Wir zeigen dir, was wir zusammen mit dir produzieren dürfen. Es war ja die Umwandlung selten so gross gewesen, wie ja. Mit dir. Hat auch selten so lange gedauert. Du hast recht, genau. Also, wir haben noch nie mehr so lange gewartet. Und der Thomas hat dann nur noch ganz kurz Zeit gehabt, aber er hat das Optimum rausgeholt. Schauen wir es uns an. Das ist dein Bild. Ich finde das Ergebnis echt cool. Die Haare vor allem. Das ist halt wirklich. Eben, kannst du ganz gerade Haare und jetzt mal so eine Zuckerwatte auf dem Kopf. Das ist cool. Das gefällt mir. Bild geil. Echt mega, mega, mega. Marina ist glücklich. Also eine unglaubliche Verwandlung. Cool, wirklich cool. Ich will es nicht rausbürsten, ganz ehrlich gesagt. Was für ein erfolgreicher Tag. Doch ist er noch nicht für alle vorbei. Ganz ein schöner Abend. Nächste Woche zeigen wir euch im Best-of die witzigsten und schönsten Momente. Hoffen wir, dass die beiden bis dahin fertig sind.
Fieses Studio wird präsentiert von H&M. Fashion and Quality at the best price. Und DS Automobil. Spirit of Avantgarde. Mehr Styles und Stories gibt es in der aktuellen Ausgabe von Faces.